Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 15 Karrieremodus Folge 19. Das letzte Spiel war alles andere als berauschend. Nur 0 zu 0 gegen Chelsea. Ich hoffe, das nächste Spiel gegen Mainz wird viel, viel besser. Aber vorher müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Spieler mal wechseln. Weil hier wieder 10 Spieler ein bisschen konditionell nicht so gut drauf sind. Ja, also ich muss definitiv im Winter irgendwie nachlegen, damit ich da mal in der Offensive auch ein bisschen mehr Flexibilität beweisen kann. Ah, der ging doch mal schön vorbei. Hi there everybody, Martin Tyler with you. Alan Smith is also joining me today. And it's a game which we're anticipating eagerly, I think, Alan, from the Bundesliga. Yeah, looking forward to this one. Ah, die Grätsche war gerade eine schöne Vorlage eigentlich für mich. Ah, da ist Trax einfach nicht den Weg gegangen. Ah, sehr schön gemacht von Trax, ne? Wird einfach weggestoßen. Ah, ein Tünde da kommt mal wieder nicht zum Kopfball. Könnte Freistoß geben, gibt es auch. Ah, sind sie einfach ein paar Schritte nach vorne gelaufen? Gerade noch so ein Mainzer Bein dazwischen gekommen. Aber es könnte jetzt gefährlich werden. Zu lang dieser Pass. Sehr schön gemacht von De Silio.
Ah, leider ist Trax einfach viel zu langsam. Die Kondition auch schon richtig runde. Schafft's Meier wieder nicht vorbei. Sehr schön gemacht von Naoko. Sehr schöner Pass dann auf Meier und er macht das 1:0. Genau so muss es laufen. Schön viele Verteidiger auf sich ziehen und dann schön den Pass spielen in den freien Raum und dann einfach gekonnt abschließen. Das war doch noch ein Verteidiger zu viel gerade. Oh, sehr, sehr schlimmer Fehlpass. Und damit geht es jetzt mit 1:0 in die Kabine. Lief bisher recht solide, würde ich sagen. Leider zu wenig Torchancen. Aber es wird im zweiten Durchgang hoffentlich noch besser. Sehr schön gemacht von Goretzka. Naht einfach mal alle Verteidiger. Mit einem ganz simplen Trick. Muss ich mir jetzt gleich nochmal angucken. Einmal um sich selbst gedreht. Also extrem schlecht gemacht von Mainz. Und damit Leon Goretzka erstes Bundesliga-Tor für diese Saison. Ah, schön gemacht von Goretzka wieder. Okay, der Ball war eigentlich für Traxler gedacht. Okay. Da dribbelt er einfach ins Aus, als Ayhan vorhin auf einmal auftaucht. Hätte Silu mal ein bisschen Platz. Ah, und Meier kommt halt nicht zum Kopfball.
Warte, ein paar Knöpfe zu klein. Oh. Oh. Gute Doppelchance gerade gewesen. Oh, er wird auf der Linie geklärt. Ah, nee, ich muss jetzt wechseln. Mit so ein paar frischen Leuten da vorne wird es wahrscheinlich jetzt besser noch laufen. Ja, sehr schön gemacht von Aogo. Und noch ein sehr schöner Pass hinterher. Eigentlich ein guter Kopfball von Afdijay, leider ein Stück zu unplatziert. Pfosten! Ah! Das gibt's doch nicht. Ah, das hätte eigentlich das 3-0 sein müssen. Oh, Elfmeter. Das gibt Elfmeter. Und auch die rote Karte für Wollscheid. Ja, da hätte Afdijay eine gute Chance gehabt, wäre nicht einfach so weggegrätscht worden. So, Fafan soll schießen. Da wir aber 2-0 führen, werde ich mal Afdijay benutzen. Damit er dann am Ende eine bessere Note bekommt und dadurch eventuell auch besser dann hochsteigt. Ah, ganz sicher. Und da bebt die Arena. Ah, und er freut sich zurecht. Sein viertes Saisontor schon. Beziehungsweise das vierte Ligator. Ja, wo will er denn dahin mit dem Ball? Ja, ich bin gespannt, wie Mainz jetzt die letzten Minuten noch so spielt. Oh. Das war jetzt richtiger Mist. Ja. Und das ist einfach scheiße. Also, es war immer wieder schön zu sehen, dass die Verteidiger sich nicht bewegen, aber die Stürmer alles machen können. Ah, sehr schöne Chance jetzt nochmal von Meier. Ja, das Gegentor war jetzt extrem unnötig. Wird sich schon wieder sehr schlecht auf die Noten in der Abwehr dann sehen lassen. Ah, gute Chance zu Sam.
da verliert der Ogo den Ball. Hätte sonst eine sehr, sehr gute Chance geben können. Oh, das könnte eine Karte geben. Ah, es gibt Gelb. Gelb für K&I haben. Oh. Ah, das wäre jetzt noch eine Sensation, wenn da Mainz mal hinterherkommen würde. Und da macht Sam einfach ganz trocken. Und komplett unspektakulär. Ja, man merkt einfach deutlich, wenn ein frischer Spieler drin ist, der halt extrem sprintstark ist. Der lässt halt alle Verteidiger einfach stehen am Ende des Spiels. Ah. Hätte ein sehr schöner Pass sein können, wäre durchgekommen. Und jetzt zeigt der Schiedsrichter auch Gnade mit Mainz, bevor es ja noch richtig schlimm wird. Ah, gewinnen wir jetzt 4:1. Ein deutlich besseres Spiel als gegen Chelsea. Wollen wir jetzt nochmal gucken, wie sich unsere Spieler jetzt gleich weiterentwickeln. So, bedenken Sie erstmal die Spieler, dass sie eingesetzt werden. Obwohl ich es gar nicht tue bei den Zweien. Wollen wir uns mal unseren Jugendspieler angucken. Und wie wir sehen, extrem scheiße das Ganze. Also, ja. Also absolut nicht so entwickelt, wie ich eigentlich gehofft hatte. So, Fährmann immer noch gleich. Oh, Donis Avdija jetzt auch schon plus 2. Ist auch interessant zu sehen, dass es hier zwei Spieler gibt. Moritz Multhaupt und Axel Burgmann, die ich gar nicht einsetze. Und die einfach mal plus 3 machen. Auch ein Wellenreuter mit plus 2 und auch ein Pascal Litter. Das sind eigentlich alle Spieler, die ich ausleihen will, die sich einfach mal so weiterentwickeln, ohne Einsätze. Genau wie ein Kirschhoff. Ein Papadopoulos ist halt schon geil. Auch ein Friedrich und Leroy Sané und auch Sobotka entwickeln sich schön weiter. So, das war's an der Stelle von mir. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder rein, wenn es dann gegen den VfB Stuttgart geht. Bis bald, euer MCO.